Wasser kochen, ein bisschen Salz, damit die Spaghetti dann nicht so fad sind. Olivenöl, Olivenöl. Spaghetti, das sind jetzt sehr dünne, weil es weniger lange dauert. So ist es, ich nehme jetzt mal nicht so viel, weil Spaghetti sind ja Pasta und Pasta ist eigentlich nicht so gesund. Viele Kohlenhydrate, viele Kohlenhydrate, Kohlehydrate. Im Gegensatz zu Kartoffeln, aber Kartoffeln sind halt Kartoffeln und ich möchte jetzt Spaghetti. Perfektion. Ich suche die Minutenzahl, aber lauter Gluten, kein glutenfrei finde ich es nicht auf der Verpackung. Nicht so schlimm, es ist alles nicht so schlimm. Mach ich jetzt was anderes? Bisschen Post, ist gar nicht so viel heute. Normalerweise leere ich den Briefkasten nur alle 2 Monate. Das ist immer genauso lang, dass man nicht bezahlen muss, wenn die Mahnung kommt, weil es sich kreuzt. Aber vielleicht hat die Post auch Sommerpause. Sommerpause. Theater, da spiele ich im Sommer. Das ist jetzt gute Schleichwerbung. Aber ihr könnt es ja eh nicht lesen. Ja, ja. Was, aber 300 Franken und dieses Festival, ja, was soll ich zu diesem Festival sagen? Schwierig, schwierig für die katholischen Menschen unter uns. Ich war vorher eine Dokumentation über Cher am Gucken auf Arte. Sehr interessant, aber ihr seht jetzt auch wieder das nicht so gut, deshalb hier Bilder von Spaghetti. Spaghetti Perfektion, Spaghetti Perfektion, Spaghetti Perfektion, Spaghetti Perfektion, Spaghetti. Perfektion, Spaghetti Perfektion, Spaghetti Perfektion, Spaghetti Perfektion, Spaghetti Perfektion, Spaghetti Perfektion, Spaghetti. Ist das? Ja, man braucht halt einfach ein bisschen Geduld, um Spaghetti zu kochen. Allgemein Geduld im Leben,
Geduld, den richtigen Partner zu finden. Oder Geduld, um nach Chur zu fahren. Ja, ja, oder zum Glück koche ich kein Risotto. Vielleicht ist es schon fertig. Die Spaghetti-Perfektion. Das ist der Trick, wenn man nicht weiß, wie lange man die Spaghetti kochen muss. Aber es ist noch nicht so weit, offensichtlich. Ich muss kurz gucken, ob die Kamera noch richtig positioniert. Ja, das sieht richtig dumm aus. Schnell wieder weg. Ja, Geduld. 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 Cher hatte ein sehr interessantes Leben, war ganz lange verheiratet mit Sunny. So viel habe ich schon gelernt in dieser Dokumentation. Und hier wird etwas sehr Interessantes, aber man schweift dann halt auch immer wieder ab. Manchmal geschieht es, dass ich nach 10 Minuten zu mir komme und gemerkt habe, dass ich einfach den Vorhang angestarrt habe. Dieser Vokoda, diese Frau, das ist nicht Cher. Sie erzählt etwas vom Vokoda, den Cher benutzt hat. Ein sehr schönes Lied. Vielleicht muss ich auch mal mit dem Vokoda etwas versuchen. Aber ich nehme Gesang ja mit der Gitarre zusammen auf. Deshalb klingt das jetzt ein bisschen dumm. Ein bisschen dumm. Ein bisschen dumm, ein bisschen dumm. Ja, hören wir wieder damit auf. Ja, dieses Autotune-Zeugs. Ich finde das ja beim Stereolux auch ein bisschen blöd. Ich weiß, ihr findet diesen Stereolux alle super und ich finde ihn ja auch okay. Aber dieses Autotune, ich bitte dich, die Spaghetti-Perfektion, 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 es klebt an der Wand. Spaghetti-Perfektion, 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 Spaghetti-Perfektion. Oh, 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 oh. Oh, oh. Spaghetti-Perfektion. Wir kommen in die heiße Phase der Spaghetti-Perfektion. Ah. Ja, Geduld. Immer so viel Geduld. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Geduld. Vorher hat's funktioniert. Das Spaghetti hat geklebt, deshalb gilt das jetzt nicht. Aber ich warte jetzt trotzdem noch ein bisschen länger. Noch ein bisschen Salz, weil es war sehr fade gerade. Ich koche selber nicht so oft, aber ich lasse mich sehr gern bekochen. Ihr dürft mich gerne mal zu euch einladen.
sehr gerne, ich komme gerne. Dann brauche ich weniger Geduld für die Spaghetti-Perfektion, die Spaghetti-Perfektion, Spaghetti-Perfektion, Spaghetti-Perfektion. Oh, wir gießen das Wasser ab. Wir gießen das Wasser ab. Viel zu viele Pfannen für mich. Das ist so irritierend immer. Ich kann normalerweise nur mit einer kochen. So, jetzt müssen wir uns fokussieren. Ganz wichtig. Es geht in die heiße Phase. Eier in die Pfanne. Das ist ein Geheimrezept. Oh ja, sehr geheim, sehr geheim, sehr geheim. Und dann muss man die Spaghetti darin anbraten. Dabei muss man vorsichtig sein, sehr vorsichtig sein, dass man nicht aus Versehen, dass es nicht anbrät oder dass man aus Versehen noch ein Liter Wasser dazu gießt oder Wein oder Rahm. Das sollte man nicht tun. Das gehört nicht in diese Spaghetti-Perfektion hier. Nein. Ein bisschen Butter oder Öl hätte man, aber wir entscheiden uns für den Pfeffer. Das ist auch nicht schlecht. Aber Butter oder Öl, das hätte man jetzt noch machen können, bevor man das hier so anbrät. Aber egal. Nicht so wichtig für die Spaghetti. Perfektion, Spaghetti-Perfektion, 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 Spaghetti-Perfektion. Oh la 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 la. Für dafür, dass ich einen Kater habe und das koche, habe ich ganz schön gute Laune. Gute Laune. Perfektion. Hoffentlich hört mich meine Nachbarin nicht. Oh yeah. Und hier kommt das Allerwichtigste. Ohne das geht ja gar nichts. Bei mir. Das ist jetzt das Geheime, die geheime Zutat des Geheimrezepts. Das ist es. Da muss ich gar nichts dazu sagen. Das werde ich jetzt essen. Das werde ich jetzt essen. Oh ja, yeah. Jetzt essen.